Ja, wir haben eine Menge Kommentare bekommen zum Thema Gründung von euch. Und ich lese mal exemplarisch so ein paar vor, die, glaube ich, auch die politische Stoßrichtung unserer Fraktion ganz gut abbilden. Alexander K. schreibt zum Beispiel, grundsätzlich empfindet man im Gespräch mit Behörden Gegenwind. Die Abstimmung zwischen den einzelnen Fachbehörden findet quasi nicht statt und muss vom Unternehmer aktiv verfolgt werden, damit Fristen eingehalten werden können. Man ist ständig im Rechtfertigungsmodus. Das kann ich sogar noch aus eigener Gründungserfahrung nachvollziehen, genau was der Alexander hier meint. Tim S. schreibt, Gewerbeanmeldung sollte auch online möglich sein. Kann man nur nicken, sehen wir ganz genauso. Markus M. schreibt uns, Gewerbeanmeldung zunächst nicht möglich, weil außerhalb der Sprechstunde des Amtes. Inkompetente IHK-Mitarbeiter bei der Existenzgründerberatung konnten keine Fragen beantworten. Es fehlen einem die Worte, weil so mit Gründern umgegangen wird in unserem Land. Edith A. kommentiert, in meiner Stadt hat ein Mann ein heute mittlerweile weltweites Unternehmen in den 60ern in einer Doppelgarage gegründet. Heute wäre das schon unmöglich, weil da Toiletten, Fenster und anderes fehlen würden. Wir ersticken Ideen schon gleich mit unseren Vorschriften und einem übereifrigen Finanzamt. Der Arbeitende ist doch der Doofe in Deutschland. Na, das sollte nicht so bleiben, denn der, der leistet, soll auch was davon haben. Und dass man Ideen auch noch entwickeln kann, bevor sie kaputt reguliert werden, dafür werden wir uns in jedem Fall einsetzen. Und ich denke da immer an den Spruch, der von uns ja oft kommuniziert wird, wir finden in jeder Lösung das Problem. Und das scheint die Edith hier erlebt zu haben. Dann kommentiert Karim S. Notar, Juristen, Versicherungen und letztlich die Behörden mit ihren Formularen, die kein Mensch versteht. Also auch hier ist die Frage, wie machen wir es leicht für die Unternehmen. Simona Z. kommentiert, wenn die Ämter gegenseitig voneinander nichts wissen, wird es manchen schwer gemacht und manch einen leichtes zu bescheißen. Wird es manchen schwer gemacht und manchen ein leichtes zu bescheißen. Und das Geld wandert raus aus Deutschland, der Fiskus sieht es nie. Also der ehrbare Kaufmann ist ein hohes Gut, auch für die Freien Demokraten. Und es sollten keine Wege gefunden werden, die, wie nennt das Simona, bescheißen, so einfach macht. Datenaustausch zwischen den Behörden wäre doch das Einfachste. Das vereinfacht es auch für denjenigen, er muss nur einmal ein Dokument abgeben oder eine Zahl veröffentlichen und dann ist sie allen bekannt. Also hier kann man mit digitalen Technologien sehr viel tun. Zu guter Letzt René W. Die ganze Anmeldeorgie kostet Zeit und Nerven. Notar, Finanzamt, Handelsregister, Gewerbeamt, Elster, Fachverbände, IHK und. Es wäre an der Zeit, dass es eine zentrale Stelle gibt, die eine Gründung registriert und die Daten an die zuständigen Behörden verteilt. Ja, eine ganze Menge Kommentare, die sich mit dem Thema Gründen beschäftigen. Und Grund genug für uns jetzt in der ganzen Woche uns im Deutschen Bundestag mit dem Thema Gründen zu beschäftigen und zu sagen, was wir als wichtig ansehen. Das wird hier, glaube ich, auch sehr, sehr klar deutlich. Deutlich wird, dass wir das Gründungsprozedere in einem einzigen Behördengang idealerweise sogar online zusammenfassen müssen. Wir nennen das One-Stop-Verfahren, also einmal hin und alle Formalitäten erledigt. Wir glauben, wir müssen das Thema Gründen im Bildungssystem stärker verankern, denn wir sehen, dass uns hier eine Menge Leute verloren gehen, die eigentlich eine gute Idee haben und die eigentlich auch gerne etwas aufbauen wollen, aber dann schon am Anfang scheitern, weil sie sagen, ich komme ja gar nicht dazu, mich mit meiner eigentlichen Idee zu beschäftigen, sondern ich werde aufgehalten, gebremst und habe das Gefühl, wenn ich selbst nicht hinterher bin, freut sich die Behörde sogar, wenn ich es lasse. Und das kann nicht sein. Und für den Wohlstand unseres Landes ist es ganz wichtig, dass wir heute die Champions von morgen aufbauen. Können wir uns nicht nur darauf verlassen, was wir bereits an erfolgreichen Unternehmen in Deutschland haben, sondern wir setzen jetzt die Basis für den Wohlstand der Zukunft. Und dafür brauchen wir klarere, einfache Regeln und müssen die Leute dazu motivieren, sich ein eigenes Unternehmen aufzubauen.